Sie haben den größten österreichischen Account, wo auf deutschsprachig getwittert wird. Und wie hat das begonnen? Sie haben in Ihrem Vortrag schon erwähnt, dass es Sie am Anfang irritiert hat, dass Sie so schnell so viele Followers bekommen haben. Das hat mich überrascht jetzt. Andererseits, so überraschend ist es auch wieder nicht, weil wir natürlich am ersten Tag in der Zeit im B2 auch ein bisschen Werbung dafür gemacht haben. Und dann habe ich, glaube ich, insofern einen optimalen Zeitpunkt erwischt, weil wirklich im letzten halben Jahr Twitter eigentlich erst so abgehoben hat. Also vorher war das ja wirklich eine Veranstaltung für wirklich extrem internetaffine Menschen und hatte in Österreich, glaube ich, wirklich maximal ein paar tausend Accounts. Und ich bin genau in diese Phase hineingekommen, wo das jetzt losgeht und bin einfach aufgrund meiner Arbeit im Fernsehen halt relativ bekannt. Und insofern war das so selbstverstärkend, dass in jeder Geschichte plötzlich, die über Twitter in irgendeiner Zeitung in Österreich stand oder auf Ö3 war oder sonst wo, bin ich vorgekommen. Und das heißt, sehr viele Leute offenbar, die sich dort anmelden, folgen mir dann. Also schätzungsweise ungefähr die Hälfte der Leute, die in Österreich auf Twitter ist, folgt mir auch. Das ist ein ziemlich hoher Marktanteil. Also ich würde sagen, von den aktiven Accounts sind es mehr als die Hälfte. Wahrscheinlich sogar, wobei ja niemand ganz genau weiß, was letztlich aktiv ist und was Folgen wirklich heißt. Also knapp 6.600 Leute sind jetzt bei mir Follower. Wie viele davon dann wirklich Real-Tweets lesen, weiß kein Mensch. Und es ist ja, also Sie haben es schon erwähnt, es gibt sicherlich große Synergieeffekte durch Ihre Position im ORF, wo man Sie schon kennt, auch als Journalisten und als Interviewer. Aber Sie haben dann sehr rasch auch begonnen, Twitter für Ihre Arbeit in der Zeit im Bild einzusetzen. Recht affirmativ kann man sagen. Ich habe es eigentlich überhaupt nur deswegen gemacht. Also ich habe überhaupt kein Interesse, jetzt mein Privatleben dazu vertwittern. Wobei es hat, gemeinsam. Ja, wobei es hat eine gewisse Gefahr oder eine gewisse Verlockung schon. Also ich habe geglaubt, ich werde nur über meine Arbeit da twittern. Aber wenn man dann den ganzen Tag davor sitzt, dann rutscht einem ab und zu dann auch was anderes raus. Also ich habe mal einen Tag damit verbracht, über meinen Frust auch zu twittern, dass ich es nicht schaffe, so ein vernünftiges Bitte-keine-Werbung-Pickerl zu kriegen für mein Post. Weil mich das einfach wahnsinnig geärgert hat. Und da kamen unglaublich viele Reaktionen zurück und da schreibt man dann wieder zurück und plötzlich waren da insgesamt keine Ahnung wie viele Tweets drauf. Das hat natürlich gar nichts mit meiner Arbeit zu tun, aber grundsätzlich nütze ich es eigentlich, um mit den ZIP2-Sehern zu kommunizieren. Und Sie haben vorhin erwähnt in Ihrem Vortrag auch, dass Sie so circa eine Stunde am Tag mittlerweile schon verbringen mit Twitter. Ja, schrecklicherweise natürlich in Wahrheit, weil es war ja nicht so, dass mir vorher eine Stunde im Büro Fahrt war. Ja, ja klar. Es ist ja immer diese Geschichte mit den Medien, die Zeitbudgets werden ja nicht größer. Der Zeit selber verändert sich ja nicht, das kann sich ja nur sozusagen verlagern von einem Medium ins andere. Also es hat meinen Stress an einem Arbeitstag wirklich deutlich erhöht, noch dazu, weil wenn man das vernünftig betreibt, glaube ich, dann kann man sich nicht hinsetzen und einmal am Tag eine Stunde auf Twitter verbringen, sondern ich versuche das natürlich verteilt, ab dem Moment, wo ich in der Redaktion ankomme, bis zur Sendung, zum Teil während der Sendung, auch nach der Sendung noch zu machen. Und das lenkt natürlich auch ganz stark ab. Also alle halben Stunden oder so gehe ich mal auf meinen Twitter-Account, schaue, wer da geschrieben hat. Wenn mir irgendwas auffällt in der Austria Presseagentur, dann verschicke ich das schnell. Und dadurch ist es nicht nur eine Stunde mehr Arbeit, sondern es lenkt auch stark ab. Andererseits macht das sehr, sehr viel Spaß. Mhm. Denken Sie, dass sozusagen dadurch die Zuseher vielleicht ihre Rolle auch anders bewerten? Es ist ja so, man kann ja einen Nachrichtensprecher oder einen Anchorman als jemanden sehen, der in erster Linie Sprecher ist oder als jemand, der auch journalistisch tätig ist. Der zweite Teil wird aber sozusagen, wenn man jetzt nur Nachrichtenseher ist, außer bei ihren Interviews natürlich, nicht so deutlich. Bei Twitter hingegen sehr. Ja, aber da habe ich tatsächlich das Gefühl, dass durch das Format der ZIP2, durch die Studio-Interviews, hatte ich das Problem nie. Also ich glaube, ich bin von den ZIP2-Sehern immer als Journalist wahrgenommen worden und nicht als Nachrichtensprecher, der andere Leute Texte verliest. Von dem her glaube ich nicht, dass mir Twitter viel bringt. Was es schon bringt, ist natürlich, dass man dort natürlich auch aufgrund der Form flapsiger ist und auch mal lockerer ist, als man in einer großen Nachrichtensendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist. Und da lernen vielleicht auch die Leute, die das lesen, ein bisschen eine Seite kennen, die man im nicht so sieht und das merke ich auch aus den Reaktionen. Wie sehen Sie Ihre Twitter-Aktivitäten und Ihr Engagement im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Auftrags des ORF? Das sehe ich schon, weil vor allem die Idee ist, dass wir ein quasi sehr traditionelles Medium wie Fernsehen auch näher bringen einer vielleicht nicht mehr so fernsehaffinen Zielgruppe, also vor allem Jungen. Twitter ist natürlich ein jüngeres Medium als Fernsehnachrichten und ich merke das auch, dass wir da Leute erreichen, die mir dann immer wieder schreiben, sie schauen jetzt viel öfter ZIP2, es macht ihnen viel mehr Spaß, sie verstehen mehr über die Sendung, sie hätten schon lange nicht mehr zugeschaut, aber schalten jetzt wieder öfter ein. Also viel öffentlich-rechtlicher, glaube ich, geht es gar nicht mehr.
Gerade Sie als Journalist, leiden Sie nicht unter der Kürze der Tweets? Also jetzt im Vergleich zu einem Blogbeitrag, wo man ja doch im Wesentlichen so viel Platz hat, sich auszubreiten, wie man möchte? Nein, ich liebe das. Also mir kommt diese Form extrem entgegen, vor allem, weil es so wahnsinnig schnell geht. Während im ZIP2-Tagebuch, wo ich längere Texte schreiben kann, das kostet mich dann jedes Mal eine halbe oder dreiviertel Stunde, weil dann versuche ich Links noch zu suchen, das zu setzen. Das ist nicht ganz unkompliziert bei uns rein, wie das technisch abläuft, dieses Ding. Also ich finde, diese kurze Form kommt mir extrem entgegen. Das geht ganz schnell, das irgendwie mache ich zwischendurch. Ich liebe das. Waren Sie vorher eigentlich schon ein SMS-Heavy-User? Nein, überhaupt nicht. Das hat aber damit zu tun, dass ich es hasse, auf dem Telefon zu tippen, obwohl ich mir das Telefon eh nur nach der Tastatur ausgesucht habe. Und ich schreibe auch fast nie, ich glaube, ich habe 3 Tweets bis jetzt vom Telefon geschrieben. Ja. Ich schreibe die immer am Computer. Ja. Vorletzte Frage nur, die an Sie hetzt. Sie sind ja beim ORF, der die größte Reichweite hat in Österreich. Wäre es für Sie jemals ein Thema gewesen, zum Privatfernsehen zu gehen? Ich wüsste ganz ehrlich nicht, was ich dort machen soll. Also relevante Nachrichten gibt es da nicht und für was anderes eigne ich mich nicht. Okay. Zum Thema Relevanz, Sie haben in Ihrer durchaus provokanten Ankündigung, dann lasst uns keine Ruhe. Also ich hätte jetzt noch eine letzte Frage, Abschlussfrage zu Ihrer Aussage, dass es in Österreich keine relevanten Blogs gibt. Auf einen Ort stimme ich Ihnen dabei komplett zu. Wenn man es vergleicht mit der Reichweite traditioneller Medien oder auch mit diesen Blogs, die Sie in dem Vortrag genannt haben, Huffington Post oder Drudge Report und so, die sind natürlich größer und die haben vom Status her, kommen die an Zeitungen, zumindest an Qualitätszeitungen ran. Die Frage, die ich immer stelle, ist, kann man diese Old Media Relevanzkriterien überhaupt anlegen an Social Web? Spielen Reichweiten da die gleiche Rolle oder ist nicht sozusagen ein Thema generell viel distribuierter in diesem Bereich? Naja, ich habe ja gesprochen über Relevanz in der öffentlichen Debatte und um die öffentliche Debatte zu beeinflussen, brauchen Sie eine gewisse Reichweite, zumindest in der Zielgruppe, die Sie erreichen wollen. Wenn Ihre Zielgruppe extrem schmal ist, dann können Sie auch mit Social Media, glaube ich, dorthin. Wenn Sie allgemein zum Beispiel den politischen Diskurs beeinflussen wollen, dann können das eben in den USA Blogger sehr wohl, also Drudge, aber auch viele andere, Huffington Post so und so, und das kann in Österreich kein Blogger, weil da müssen Sie entweder die Reichweite über Ihr Blog erzielen, niemand kommt auch nur annähernd hin, also Farnberger hat 800 und ich wisse, dass am Tag sind, wenn das tatsächlich so wäre, wenn das lauter verschiedene jeden Tag sind, wären das 24.000 im Monat. 24.000 Leute sind bei 8 Millionen ziemlich wenig. Nein, das ist ja gar nicht einmal so. Bei mir sind es 1.000 bis 1.500, aber 80% davon sind Deutsche. Also kommt dann noch dazu, ja. Und oder der zweite Weg ist, Sie haben über Blog keine große Reichweite, aber Sie kommen über die Themen in Ihrem Blog in traditionelle Medien, die Reichweite das haben. Das ist eben der Punkt, den ich mir denke, ob das nicht sozusagen ein anderer Ort von Themen-Selection ist. Aber wer schafft das? Also letzte Woche kam aus den USA eine Statistik, dass 3,5% der News-Stories in den USA letztes Jahr ihre Quelle in Blogs hatten. Das ist eigentlich enorm viel, jetzt immer noch. 96,5% kommen aus traditionellen Medien. Ja. Aber ich würde bezweifeln, dass es in Österreich auch nur ein Zehntel dieser 3,5% sind, wahrscheinlich nicht einmal ein Hundertstel. Also wie viele News-Stories der letzten Jahre sind in Österreich aus Blogs entstanden? Außer den grünen Vorwahlen und der Lichterkette im Parlament. Und die Geschichte in Kärnten mit dem zu bauenden Asylantenheim, mit dem Angebot, dass man dort Urlaub macht an dem Ort, haben Sie das mitbekommen? Okay, ja, stimmt. Da gab es, glaube ich, 2, 3 kleine Geschichten dann im Standard. Jetzt, dass das sozusagen groß den öffentlichen Diskurs aber das Wort, zum Beispiel 8 Stunden später dann im ORF und dann auch auf ORF an. Also diese da hat man schon einen schnelleren Zugang dann zumindest, weil wenn jemand wie Sie das dann sieht, die Möglichkeit hätte es ja vorher nicht gegeben. Ich meine, man hätte versuchen können, Sie anzurufen oder so, aber das machen wahrscheinlich wenig Leute. Nein, also ich bestreite überhaupt nicht, dass das eine Möglichkeit ist. Ich bestreite nur, dass es momentan in Österreich eine große Relevanz hat. Es gibt immer wieder einzelne Aktionen, auch die Lichterkette vor dem Parlament ist ja eindrucksvoll gewesen. Wir haben dann auch eine längere Geschichte in der ZIP2 an dem Abend darüber gehabt. Also das hat funktioniert, aber wie viele solche Aktionen gibt es im Vergleich dazu, von wie viele Leute tummeln sich in Social-Web-Aktivitäten irgendeiner Form? Ja? Das wird genützt, um Freundschaften zu pflegen, um zu flirten und um seine Hobbys irgendwann zu betreiben. Aber es hat, glaube ich, das ist meine These, momentan und glaube ich auch noch auf absehbare Zeit, keine große öffentliche Relevanz. Das stimmt sicher. Danke fürs Interview. Bitte. Dankeschön. Gerne.